So, liebe Freunde von vegetarischen Gerichten, heute bereite ich knusprige Kohlpuffer zu. Den kleinen geschnittenen Spitzkohl, salzig, gibt geriebene Möhren dazu, die Frühlingszwiebeln, ein Ei, etwas Knoblauch, ein Kräutersalz, Pfeffer und etwas Mehl. Das wird ordentlich gemischt und dann brate ich das in Knoblauchöl portionsweise an. Nach 5 Minuten drehe ich die Reibekuchen um und fertig.